sehr große Ehre, hier auf dem größten roten Teppich zu stehen, der überhaupt stattfindet, ja, bei den Oscars hier. Und ich habe da eine sehr große Ehrfurcht vor, aber für mich geht natürlich auch ein wahnsinnig großer Traum in Erfüllung, ja, dass ich hier stehen darf jetzt und mit den großen, der größten Schauspieler über diesen Teppich laufen. Ja, ich erwarte viele, viele Überraschungen heute. Ja. Und ja, die Leute sind alle crazy drauf, die freuen sich alle total, super heute hier auch dabei zu sein. Und ja, ich erwarte mir natürlich viele neue Eindrücke. Das ist mein erstes Mal, dass ich bei den Oscars dabei bin. Und ja, und werde dann schauen, was da noch auf mich zukommt. Oh, ich sag mal, seitdem ich mit 8 Jahren zum ersten Mal im Fernsehen gesehen habe, dass die Oscars stattfinden, ja, und war so beeindruckt von dieser ganzen Aufmachung, das Pompöse, was hier alles gezeigt wird, ist der reine Wahnsinn, ist das. Wirklich der reine Wahnsinn. Meine Adoptivmutter ist ja Zsa-Zsa Gábor, ja, und mein Adoptivvater ist ja Prinz Frederik von Anhalt. Und durch diesen Titel habe ich die Möglichkeit gehabt, wie gesagt, jetzt auch die Oscars zu besuchen. Sonst kommt man ja gar nicht hier rein, ist ja unmöglich. Man kriegt ja keine Tickets oder so dafür zu kaufen. Basiert alles nur auf persönliche Einladung. Ich hab mich natürlich vorbereitet, schon ungefähr bestimmt 3 Wochen vorher. Ja, man ist ja wie gesagt total aufgeregt dafür und man muss alles sitzen, der Anzug muss passen und so weiter. Habe ich mir extra schneidern lassen für den heutigen Tag. Ja, und ja, das war so meine Vorbereitung da drauf. Nee, gar nicht. Also ich hab noch keine einzige Minute geschlafen, so aufgeregt war ich gewesen. Ja.